Einen wunderschönen guten Tag, hübsche Menschen. So, ich komme jetzt gerade aus dem Büro raus, habe hier nochmal Ansteckmikrofon dran. Letztes Mal dieses übrigens, weil ich und ihr damit ja nicht so zufrieden seid. Gut, darum sollte ja nicht gehen. Also, wer sich über die Tonqualität ärgert, sei dir sicher, du bist nicht alleine. Ich bin genauso, aber ich lösche jetzt die Videos nicht, bloß weil der Ton nicht so optimal ist. Und wir werden jetzt gleich hier runter in mein kleines Grillreich gehen und werden gleich ein sehr, sehr altes Rezept machen, was aber irgendwie so total in Vergessenheit geraten ist. Also klassische Zwiebelsahne-Schnitzel oder Zwiebelsahnehühnchen. Ja? Das kann man super auf dem Grill machen und es sind bis 5 Zutaten, die man dazu braucht. Und die total easy, lecker und du kriegst von klein bis groß alle total entspannt mit satt. Ja, Maulwurf ärgert mich immer noch. Was willst du machen? Wetter ist auch, naja, jetzt nicht das Schlimmste, aber auch nicht das Schönste. So Wolken und so, aber naja, gut. Wenn mal der Herbst steht an, da ist es auch mal so. Vielleicht ist schon Winter. Wer weiß, wann das Video rauskommt. Dann würden wir uns freuen über so ein Video. Aber ja, wir legen jetzt los. So nochmal jetzt kurz. Die Mädels haben gerade überlegt, ob sie, um in die T-Shirts drin zu passen, die einfach zunehmen können. Und dann denke ich, so ein Sahnehähnchen. Also an mir sollte nicht liegen, wa? Also jetzt fangen wir wirklich an. Also auf jetzt zum Wesentlichen. Als allererstes haben wir hier mal 1,6 Kilogramm Hähnchen-Innenfilets, also die gegenderten. Dann habe ich jetzt 2 große Gemüsezwiebeln einfach so in Scheiben geschnitten. Dann brauchen wir einen Esslöffel voll, oder vielleicht einen Teelöffel voll Salz. Dann für die Hühnchen Goldbroiler. Alles, was mit Hühnchen ist, ist mit Goldbroiler immer perfekt gewürzt. Und dann brauchen wir noch so 1-2 Esslöffel Basic Stock. Wer ihr nicht habt, nehmt ihr euch eine schöne gekörnte Brühe oder irgendwas in der Richtung. Oder ihr könntet doch Kofi Support, das geht Mord. Macht, wie ihr möchtet. Und hier habe ich 1,2 Liter Schlagsahne. Also ich hatte schon angedeutet, dass das was für eine leichte Linie wird und deshalb auch Schlagsahne. Ne? Da ist noch keiner von mager geblieben. Das heißt Schlagsahne, oder? Schlagsahne, ja. Ja, Schlagsahne, so ist das. Und scharfes Messer, komm hier, habt ihr euch gewünscht. Und ein Brett. Und ich zeige euch auch, warum ich das da nicht mehr reinstecke, weil ich meine, das Ding ist so spitz. Und wenn du da reinhaust, ein Brett, das Ding ist echt ein Zentimeter mit im Brett drin. Also das ist wirklich eine klassische Grenzüberschreitung. Von daher, ein anderes Messer stecke ich gerne ins Brett, aber das Ding ist echt so ein... Aber Lasi ist doch gar nicht da. Ja, aber... Ja, nee, der hat doch kein YouTube, ne? Kriege ich ja nie im Leben mit. Aber du hast schon recht. Ja, nee, habe ich nicht. Eigentlich habe ich nicht recht. Weil eigentlich ist das Geld, die Dinger ins Brett zu stechen. Und der Witz hier ist ja, ich habe mich ja jahrelang dafür gerechtfertigt, dass ich die Dinger ins Brett drin haue. Und heute muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich die nicht mehr ins Brett drin haue. Also, irgendwas ist immer. Und weil ich gerade sehe, was nicht ist, das Oberlicht ist nicht an. Und zwar, ich wollte dir gerade in den Schuh schieben, die ist meins. Warte mal, pass auf, wir machen einen Techniktrend hier. Klick. Oh. Besser, oder? Viel besser. So, wir nehmen mal ein bisschen Öl an den Zwiebeln. Ein bisschen Öl ans Fleisch, noch ein bisschen Öl an die Zwiebeln. Dann ein bisschen kleine Dosis Salz an die Zwiebeln. Und ganz wichtig, hier natürlich unseren Goldbroiler Gewürz. Ihr kennt die klassischen 2 Esslöffel, ihr wisst, wie ich dosiere. Hier in unser Hühnchen. Und das vermengen wir jetzt hier. Und ihr könnt jetzt parallel vermengen. Wir können hier unsere, guck mal hier, oder? Das ist effektives Arbeiten. Krieg ich die auch hin. Ich habe hier meine Klaus Grill, ich weiß ja nicht, wie sie heißt. Grillplattenpfanne. Ich nenne sie einfach mal Grillplattenpfanne hier. Und da drin braten wir unsere Zwiebeln an. Dann fallen die nämlich nicht durch den Rost. Schieben die ein Stück nach hinten. Dann greife ich hier runter und habe keine Grillzange. Doch, habe ich. Greife runter, habe eine Grillzange. Und grill hier auf dem Rost. Meine Hühnchen an, ihr seht, wie unkonventionell ich das mache. Ich packe die einfach auf den Rost schütten und dann verteilen. Bevor du die alle einzeln legst, macht eigentlich keinen Sinn. So, dann bist du eigentlich schneller, wenn du sie einfach mal ausschüttest. So, kurz Deckel zu. Und ihr wisst, beim Grillen, meistens wartet man ja mehr, als man grillt. Und das werden wir jetzt für so ein Minütchen mal tun. Guck mal, wir müssen es auch ja nicht groß angrillen. Wir holen uns bloß ein bisschen Röstaroma ab. Also drehen die immer auf jede Seite und dann können die auch schon wieder runter. Weil das nachher natürlich alles nochmal schön vor sich hin gart. Also hier wirklich ganz wild, urtümlich, ohne eine Wissenschaft draus zu machen. Kein Kerntemperaturfühler, nichts. Einfach mal so schön völlig herzlos grillen, wa? Weil die Burschen, die sind jetzt kurz angegrillt. Also haben wirklich bloß ein bisschen Röstaroma, auch nicht von allen Seiten. Das reicht vollkommen.
Und dann sortieren wir die uns gleich eben mal runter hier. Und solange der Rost noch heiß ist, gleich mal eben mal rüber. Gleich mal eben mal hier klare Verhältnisse schaffen. Weil wir haben jetzt natürlich ein bisschen das Fleisch, was hier festgebrannt ist. Und ein bisschen Öl und Gewürzreste. Und wenn man da eben mal schon mal jetzt das Gröbste wegmacht, hat man nachher im kalten Zustand den Grill viel einfacher zu reinigen. Den ziehen wir uns wieder hier nach vorne, da wo wir ihn brauchen. Und ihr seht, die Zwiebeln werden auch jetzt langsam lätschern. Die fällt mir sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt in der Zwischenzeit schon mal um unsere Sahne kümmern. Weil Basic Stock, das ist manchmal so ein bisschen klumpig, ist aber kein Problem. Huch, Rosa, du stellst dich dämlich an. Ungefähr so 2 Esslöffel davon hier einfach mal so rinbröseln. So, okay, ein Stückchen kann noch, aber auch ein bisschen ordentlich Bums. So, und das verrühren wir hier drin. Das ist natürlich eine Art Brühe, die, ja, damit kriegt man einen Altgeschmack drin. Ne? Wir haben ja sonst bloß Zwiebeln und keinen Gemüseansatz oder irgendwo. Und da ist das hier so die perfekte Fuscherei. Aber eigentlich keine Fuscherei, war eigentlich richtig, oder? Wenn es richtig schmeckt, ist es richtig. So ist es. Einfach lecker. Dann haben wir hier eine schöne anfangende Bräunung drin. Das heißt, wir können jetzt unser Fleisch hier dazugeben. Mischen es immer so ein bisschen durch, dass nicht nur Zwiebel unten ist, sondern auch Fleisch. Und dann, ihr könntet euch sicherlich fast denken, füllen wir das Ganze hier mit unserer gewürzten Sahne auf. Und wenn ich irgendein Talent habe auf dieser Welt, dann ist das, welche Menge passt in welches Behältnis drin. Ja. Also wenn ihr das Ding hier habt und haltet euch genau an das Rezept, dann siehst du hier, dann läuft das genau gut raus. Das steht mal also ein bisschen unter hier. Und jetzt machen wir Folgendes, wir drehen einfach alle Brenner auf kleinste Stufe, wirklich auf kleinste Stufe und schließen den Deckel. Wobei wir können noch, wenn wir auf kleinste Stufe stellen, man kann bei Grills immer so ein bisschen spielen. Bei Bräuchen ist zwar eine relativ gleiche Hitzeverteilung, aber man hat an einer Stelle immer ein bisschen weniger Hitze. Das ist meistens vorne, weil das Gas in den Brenner einschießt, meistens hinten entzündet. Hier haben wir Dual-Tube-Brenner drin, die das nochmal stoppen. Aber trotzdem hat man vorne meistens ein bisschen weniger Hitze. Was sehr gut ist, weil wir wollen die Sahne ja nicht verbrennen, sondern die soll ja schön einkochen. Und dann ziehst du sowas immer, also das funktioniert auf jedem Grill, den nach vorne. Und was ich hier noch sehe, bevor ich wieder Kommentare kriege, hier die letzte traurige Zwiebel hier, die tun wir da auch noch rein. Richtwert von der Temperatur geben, circa. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Grad, machst du 180, 200 Grad, irgendwo in der Größenordnung, und wir lassen jetzt so 30 bis 45 Minuten drin. Die Sahne kocht ja jetzt auf, ne, und dann zieht das Hühnchen nochmal nach. Wir haben ja schon sehr viel Energie drin, also außen die Schale ist schon heiß, zusätzlich kommt Energie drin, das Hühnchen ist warm, die Zwiebeln sind schon warm, nur die kalte Sahne ist drauf und das zieht jetzt alles relativ schnell durch. Fängt an zu blubbern. Und wenn man Glück hat, hat man am Ende oben so kleine braune Spitzen, so braune Bläschen drauf. Dann ist perfekt. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das heute hinkriegen. Das wäre der Idealzustand. So, aber die Dinge aufgemacht, mal kickt. Und ein bisschen blubbert, das hat sie rüber blubbert. So, naja. Oh, aber kick mal hier. Auch schön außen die Geschichte. Kriegst du auch außen halt easy peasy weg. Kein Kummer. Aber war schon sehr, sehr voll. Also, ich habe gerade noch gesagt, wie für ein Talent habe, die Mengen abzumachen. Aber wenn du hochschreibst, na, ein bisschen knapp. Aber passt immer noch so, Deckel zu. Jetzt nochmal, ja, so mal eine Viertelstunde noch und dann sind wir da auch schon am Ziel. Geil, oder? Guck mal, da insgesamt 30 Minuten blubbert das hier fröhlich vor sich hin. Ich mache jetzt die Brenner aus und dann lassen wir das nochmal 10 Minuten, Viertelstunde hier schön alle ziehen. Oh, ich glaube, das wird richtig gut. Mal die Kruste an, oder? Ein Träumchen. So, nach dem Ruhen, kick mal her, hat sich das so richtig schön zusammengezogen, wie sich das hier hört. Oh, schöne, oh. Oh, ein Riechen tut ja schon mega gut. Also, ich würde sagen, wir schlachten den Vogel. So, guck mal hier. Ich nehme mir mal jetzt schön so eine Ecke hier raus. Schön mit Zwiebeln. Und von die Soße auch. Also, wenn du jetzt da Kartoffeln zu machst oder so, dann ist natürlich. Ja, Reis haben wir mal gemacht. Reis, ne? So, guck mal. Irgendwie schön zerfallig. Oh, schön mit der Sahne. Ein bisschen Zwiebelchen hoch. Und dann, wie sagt man so schön? Im Reich des Hühnchens, auf euch rinnen die hohle Birne. Boah. So zart zerfallig, wie die Sahne, wenn die Hühnchen in dieser Sahne kocht. Du hast A, eine gelbe Soße und B, hast du ein Ohr. Super zartes Hühnchen, hast hier eine Portion für 8 Leute. Kann man mal so annehmen. Super geil. Oh, ich muss nicht hier. Schön hier. Mal die Zwiebeln hier rauswischen. Freust dich schon, wenn ich Zwiebeln esse, oder?
nicht so. Also, aber immer besser. Und ich werde es auch gleich essen. Stimmt, du kriegst es ja auch. Ich dachte, du musst vielleicht Zwiebeln essen. Die furchtbaren Probleme, die dann wieder auftauchen. Die sind ja furchtbar. Sehr lecker. Und ihr habt gesehen, relativ schnell gemacht. Fehlerquoten quasi gleich null. Macht es nach, lasst einen Daumen nach oben da, einen Wurf oder einen Kommentar oder ein Abo von daher. Bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Mampf. Mappen. Oh. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.